unsere Pressekonferenz. Und auch gleich Sandro Schwarz und sein Statement zum Spiel. Ja, hallo zusammen. Schön, dass meine Mannschaft gut ins Spiel reingekommen ist, dass wir eine gute Spielkontrolle hatten, dass wir eine gute Raumaufteilung hatten im Ballbesitz und auch immer wieder aufpassen mussten auf die Umschaltaktion vom VfB. Ich finde, das haben wir bei weiten Strecken sehr, sehr gut gemacht und die ein oder andere Torschuss dann auch im Ansatz herausgespielt. Und ich glaube, was uns gefehlt hat in der ersten Halbzeit, den letzten Pass dann noch sauber durchzuspielen im letzten Drittel, um dann eine Torerzielung zu haben, was wir dann kurz vor der Halbzeit dann auch geschafft haben, verdientermaßen, finde ich. Zweite Halbzeit dann auch wieder gut reingekommen. Dann ab der 60. mit dem Gegentor war es dann ein wildes Spiel. Dann fand ich VfB gut in den Aktionen, dass wir Probleme hatten bei Standards, bei weiten Einwürfen. Und dann war es ein wildes Spiel. Und dann hatte ich so ab der 75. hatten wir dann wieder die Kontrolle mit zwei, drei guten Torschüssen. Ich glaube, hinten raus können wir glücklich sein, dass wir den Punkt haben. Mit der Art und Weise, wie wir heute aufgetreten sind, ist in Ordnung. Mit dem Punkt, glaube ich, am Ende ist auch gerecht. Dankeschön. Vielen Dank, Sandro Schwarz, Jürgen. Deine Einschätzung. Ja, mir bleibt eigentlich nicht viel hinzuzufügen. Es war so. Ich denke, das hat alles gut wiedergegeben, das Spiel. Das natürlich, wir jetzt nicht vor riesen Selbstvertrauen natürlich gestrotzt haben, immer im ganzen Spiel, beziehungsweise auch vor allem in der ersten Halbzeit, das hat man gemerkt. Aber ich denke, wir haben uns rausgeschafft in der zweiten Halbzeit und das ist für mich das Positive, was wir als Mannschaft auch mitnehmen müssen, dass wir wirklich uns jetzt mal gegen diese Niederlagen gewehrt haben heute. Ja, und deswegen bin ich da froh, dass wir den Punkt geholt haben. Zum Schluss hätten wir es noch gewinnen können, aber Mainz hat ja auch die eine oder andere Möglichkeit, wo es auch in die andere Richtung geht. Deswegen bin ich auch dann mit dem Punkt zufrieden und sehe das jetzt so ein bisschen als Anfang nach der negativen Serie und hoffe, dass wir natürlich am Samstag uns dann auch mit mehr belohnen als mit dem einen Punkt. Samstag müssen wir einfach mal uns ins Ziel holen. Und das, denke ich, hat die Mannschaft heute einen Anfang gemacht und am Samstag werden wir den nächsten Teil setzen. Dankeschön.